unter anderem auch bei T-Rex. Und jetzt konzentriert sich als Komponist, Texter, Sänger und Produzent, alles mögliche will machen, auf eine Solo-Karriere. Solo-Karriere ist auch gleich ein gutes Stichwort für mich, denn um den Sänger der nächsten Gruppe geisterten lange Zeit Gerüchte durch die Presse, er wolle seine Gruppe verlassen. Nun, er hat eine Menge Ideen im Kopf, eine Menge Pläne, die er mit der Zeit verwirklichen will. Das heißt aber nicht, dass er die von ihm 1968 gegründete Band nun verlassen will. Sein Name ist Ian Anderson. Und nun wissen Sie ganz bestimmt, welche Gruppe da hinten auf der Bühne steht. Ich freue mich, dass Sie heute wieder bei uns sind. Jethro Tull! Yeah.
through and they read an A-OK. Crossfire und Fylingdale Flyer, zwei neue Songs von Jethro Tull.